habe ich mir gedacht, uiuiuiui, da kannst du den Rechner aber nachts anlassen. Bei 80 Spielen, wer weiß, was das sind. Und es waren dann auch ein bisschen was über 100 Gigabyte, was der da runtergeschnurzelt hat. Und ja, da habe ich mir dann natürlich gedacht. Da habe ich mir natürlich gedacht, alter Schwede, hoffentlich, siehe, 7 Days to Die, The Lone Wolf Project, ist der Speicherstand jetzt nicht kaputt, weil da hatte ich natürlich jetzt nicht mehr dran gedacht, dass ich vielleicht das Update ausmachen sollte, ne? Das ist ein bisschen peinlich jetzt. Aber falls der Speicherstand inkompatibel und nicht mehr verwendbar ist, Freunde, dann, naja, dann ist das leider so. Da müssen wir in den sauren Apfel beißen und halt ein neues Lone Wolf Project anfangen. Ist ja nicht das einzige Survival-Spiel, was ich habe, ne? Es gibt ja da so ganz viele. So, hier mache ich erst nochmal ein bisschen Einsinn. Und dann die nächste können wir schon wieder doppelt machen. Ein bisschen mit Nachdruck dahinter. Oh, ich habe den Folgenwechsel schon wieder verpasst, verdammt. Schlimm ist das. Schlimm, schlimm, schlimm. Vor allem, momentan bin ich ja wieder so im Redefluss. Unglaublich. Ja, wenn das hier auf dem Server einwandfrei funktionieren sollte, ne? Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder. Nanu? Ja. Werde ich wahrscheinlich auch wieder Shader mit reinklatschen. Weil die Shader, die haben denen doch nochmal so ein gewisses, ja, wie soll ich denn sagen, Know-how gegeben oder so. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie schaut es im Inventar aus? Da schaut es auch nicht schlecht aus. Und ja, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir denke, dass es sein sollte, dann können wir uns auf was gefasst machen. Ansonsten, was ich mir auch schon überlegt hatte, eine neue Welt erstellen, eine niegelnagelneue Welt. Alles, was wir hier besitzen, kopieren und dort einfügen. Wie wir es damals mit der ersten Welt gemacht hatten. Okay, das hat aber auch nicht viel geholfen, ne? Aber wer weiß, was daran schuld war. Das ist natürlich die nächste Frage. Weil Shadow Skies Castle war ja auch nicht mehr verwendbar. Und jetzt mittlerweile funktioniert es wieder. Da war nur ein Chunk schuld. Ja, das Problem ist natürlich dann auch, ne? Was ist, wenn das ein bebauter Chunk mitten in der schwarzen Bergfestung ist? Der kaputt ist. Was mache ich denn dann? Stehe ich da. Kurze Hose Holzgewehr, sagt man auch so schön. Tja. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen. Ach ja. So, aber ich merke gerade selber, wie ich am liebsten nicht hier stumpf abbauen würde, sondern, keine Ahnung, eine Höhentour oder so machen würde, ein bisschen auf Erkundung gehen würde, mir ein Dorf suchen würde. Was ich mir auch gedacht habe, ne? Wenn wir das nächste Mal auf eine Tour gehen und wir finden ein Dorf, könnten wir das Dorf dann auch so ein bisschen ausbauen, ne? So wie wir das mit dem ursprünglichen Dorf, das es hier schon mal gab. Es gab ja in den Nebellanden schon mal ein Dorf, das auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Keiner weiß wieso, keiner weiß wann. Das ist ja das nächste, ne? Diejenigen unter euch, die sich noch daran erinnern können, das war ja. Warte mal, wenn wir dann wieder in der Richtung sind, uns ausgerichtet haben, kann ich das mal kurz zeigen. Das war ja so ein kleines Wüstendorf, das ich kolonialisieren wollte. Wo ich ja hier die U-Bahn hingebaut hatte, wo ich auch damals den Zeron und den UFO bei mir hatte. Mein erstes Together-Projekt, möchte man ja schon fast sagen. Ach, guck mal, da unten wäre im Bett. Gut, dass ich das jetzt entdecke. Das war ja irgendwo ganz weit dort hinten war ja das. Und die U-Bahn, das war ja über 1000 Blöcke waren das ja, die hat dahin geführt. Ja, und irgendwann, als wir da mal wieder hin wollten, so geschichtlich gesehen, für diejenigen, die es nicht wissen, war es weg. Wir sind mit der U-Bahn dahin gefahren, sind aus der U-Bahn ausgestiegen, weil auf einmal eine Wand da war, haben uns nach oben durchgegraben, den einen lasse ich da liegen, und ja, auf einmal war da nichts mehr. Alles weg. Ein komplett neuer Chunk ist da entstanden. Und keiner weiß, was aus den Dorfbewohnern wurde.
Diese armen Teufel, diese armen Seelen sind jetzt womöglich an einem besseren Ort. Hoffe ich für sie. Vielleicht sind sie nach Hundsgrab gezogen. Kann ja auch sein. Müsste man mal den Herrn Bürgermeister fragen, ob er in letzter Zeit irgendwie einen starken Anstieg der Dorfbevölkerung hatte, weil dann sind die bestimmt alle... Okay, was heißt denn in letzter Zeit? Das ist auch schon... Oh Gott, wie lange ist das her? Ein Jahr? Ist bestimmt schon über ein Jahr her, dass wir das festgestellt haben. Oh Gott, dieses Jahr wird Minecraft... Also hier, die Nebellande werden 4 Jahre. 4 Jahre Amtsherrschaft. Alter Schwede, wie die Zeit vergeht. Das wird einem dann immer so bewusst, wenn du solche großen Dinge hast. So von wegen 4 Jahre. Vor 4 Jahren stand ich da, ich glaube, ungefähr dort hinten, wo ich den ersten Fuß in die Nebellande gemacht habe. Naja, wenn man jetzt von da hinten hierher guckt, das ist schon ein Klopper. Wir haben kein einziges Zimmer, aber ein Klopper. Ach ja, ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten 4 Jahren hier, zumindest was die Schwarze Bergfestung angeht, mal fertig werden. Vielleicht. Kommt drauf an, was wir nebenbei noch alles machen, ne? Das ist ja immer so, das in Minecraft. Da machst du irgendwas und dann fällt dir ein, ach, jetzt könnte ich mal das machen oder jetzt könnte ich mal das bauen, jetzt könnte ich hier mal eine Ressourcentour machen, jetzt will ich die Gegend erforschen und so weiter und so fort und dann bleibt die Arbeit liegen. Und nichts anderes ist es im wahren Leben. Ja, ich hätte jetzt Hausaufgaben, aber ich mache erstmal das, dann gehe ich mit meinem Kumpel spielen, dann telefoniere ich noch eine Runde, dann gucke ich noch einen Film und ratzfatz ist der Tag vorbei und die Hausaufgaben sind nicht gemacht. Ich meine nicht, dass ich irgendwie ein Vorbildschüler gewesen wäre oder sowas, ne? Mich musste man früher auch einige Male ermahnen, dass ich doch meinen Scheiß machen soll. Auf gut Deutsch. Ja, war nie ein Vorzeigeschüler. Also zumindest nicht wo in der normalen Schule und in der Berufsschule, da, das war ich nie. Das hat sich alles erst später so ein bisschen entwickelt, sag ich mal, wo man mir dann Sachen gegeben hat, an denen ich Interesse hatte. Und da habe ich mir auch was sehr Interessantes überlegt. Hatte ich jetzt den Schneeball nicht mitgenommen? Ich will, warte. Bams. Blahaha. Das Schulsystem möchte ich gerne ummodeln. Ich weiß, es gibt sehr viel, was ich gerne möchte, aber das Schulsystem würde dazu zählen. Denn... Meine andere Musik hier. Wenn man Schülern etwas gibt, an dem sie Interesse haben, lernen sie viel besser. Und Sekunde, ich muss mal eben noch ein Schlückchen trinken. Das Kratzen im Hals, das ist doch sehr störend. So, Entschuldigung. Wenn man Schüler etwas gibt, an das sie Interesse haben, dann lernen sie besser. Weil wenn ich überlege, früher ist in der Schule, ne, was für ein Desinteresse ich einfach nur hatte, weil es mich null die Bohne interessiert hatte, was der da vorne gerade quatscht. Weil ich mir dieses typische Denken, ne, so von wegen, was will ich Hans Wurst jetzt damit? Wann brauche ich das im Leben? Und so weiter und so fort, ne? Und ja, im Endeffekt, wenn du jemanden, das habe ich ja dann im späteren Verlauf selber herausgefunden, an mir selbst persönlich, ne? So, Ich gehe mal eben ganz kurz nach unten und werde hier das Zeug mal verbringen. Das habe ich ja mir selbst sehr stark festgestellt, wo ich dann hier in meinem Job auf Schulungen, Ausbildungen und so weiter gegangen bin. Kurz den Pulli hier ein bisschen zumachen. Da habe ich ja, mein Job, ich liebe meinen Job, ja. Ich möchte nichts lieber machen als das, was ich momentan tue. Aber das setzt halt jede Menge Ausbildung voraus. Entschuldigung, alter Schwede. Jetzt hätte ich mich beinahe verschrieben. So.
Es setzt halt jede Menge Ausbildung voraus und dadurch, dass ich ja dann dieses starke Eigeninteresse daran hatte, an diesem Job, habe ich mich da natürlich auch ein bisschen reingesteigert und siehe an, eine 1 war gerade mal gut genug sozusagen, ne? Und ja, wenn du Schülern halt was gibst, wo die sagen, ich möchte gerne das lernen, dann... Na super, was mache ich denn jetzt mit dem restlichen Ton? Den haue ich, glaube ich, mal hier erstmal rein. Den werden wir schon irgendwo unterkriegen. Dann werden die Noten auch besser und dann wird hier, wenn du mal irgend so eine behinderte Schule wieder machst, ne? Von wegen, wie schlau sind unsere Kinder, wenn sie kein Interesse an dem Stuff haben, wird er durch die Decke schießen. Und deshalb, ich sag mal, lernen in Neigungsgruppen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen ausgemalt. Was habe ich denn dafür genommen? Ich glaube, ich habe da Deutsch für genommen, ne? So, ich packe mal hier schnell das Zeug raus. Es gibt ja Leute, die sagen, die möchten Altdeutsch, weil sie halt die Schrift mega geil finden oder Kalligrafie im Allgemeinen. Die anderen, die wollen, keine Ahnung, Steno oder was weiß ich, irgendetwas halt schriftmäßig, weil es toll aussieht und sie Interesse daran haben, ne? Dann hätte ich persönlich das so gemacht. Ich hätte das dann so gemacht, ja? Also hätte ich hier jemanden, der Kalligrafie kann, der würde die Schüler in Kalligrafie in was auch immer ausbilden. Der eine macht Steno und so weiter und so fort. Aber als Grundbasis, weil dann jeder sagt, dann lernen jeder irgendwas anderes und dann kannst du unser Bildungssystem komplett in die Tonne treten, wenn du dich irgendwo bewirbst, weil dann geht das nach Fächern. Aber das muss man jetzt aus der Richtung sehen. Wenn ich weiß, was ich später werden möchte, lerne ich doch schon mal gezielt in eine Richtung hin. Klar kann man diese Entscheidung, das habe ich an mir selbst ja direkt miterlebt, von jetzt auf gleich um 180 Grad drehen. Und dann bräuchte man vielleicht eine andere Vorausbildung. Deshalb ein Grundkurs. Das hatten wir damals auch. Bei uns gibt es auch, oh, ich sollte erstmal pennen und dann kann ich ja eine Runde nochmal trinken und dann sage ich gute Nacht. Nicht? Moment. Mit der Schaufel, gute Nacht. Guten Morgen. So, Sekunde hier, Fläschchen wieder zumachen. So. Was ist da eigentlich hier noch drin? Boah, Eiche! Jetzt geht's weiter im Programm. Ein Grundkurs, wo jeder dasselbe vermittelt bekommt. Klar, sagt man dann, ist vielleicht der Stundenansatz scheiße, wenn die dann auch noch was Zweites mit dazu lernen soll. Aber Ganztagsschulen beweisen sich in anderen Ländern als sinnvoll. Deshalb könnte man das auch so machen. Deshalb, wenn man Kindern etwas gibt, woran sie Interesse haben, wo sie sagen, das will ich, dann ziehen die das auch durch. Klar können die irgendwann sagen, habe ich keinen Bock mehr, aber dann kann man ja wechseln. Weil von der Basis sind sie alle gleich. Also von den Grundkenntnissen, sage ich mal. Ich muss mal eben gucken. Nee, das muss alles weg hier. Und zwar bis hier. Ja, jetzt guckt er, ne? Scheiße, was macht er denn? Ausflippen, tue ich. Wir werden jetzt so viel Material bekommen die nächste Zeit. Beziehungsweise jetzt erstmal in dieser Aufnahmesession hier. Weil da, ja, wie gesagt, abbauen und dabei ein bisschen labern, das kann ich am besten, ne? Ja, und selbst in Mathematik, ja? Manche möchten halt angewandte Mathematik, andere sind halt dann eher so für Arithmetik begeistert oder was weiß ich, die ganzen verschiedenen Sachen, ja? Man sagt, alles klar, dann macht er diese Richtung, aber der Grundkurs hier, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und so weiter, Wurzel ziehen, das ganze Grundzeug, gehört in der Mathematik einfach mit dazu. Das heißt, es wäre jeder auf demselben Stand, wenn er, selbst wenn er sich später in eine Richtung spezialisiert. Und da müsste man halt dann statt 9, macht man halt dann 10 Jahre, ja? Oder stuft die Kinder vielleicht ein bisschen früher ein. Wenn man sagt, alles klar, er kann sich artikulieren, er kann erzählen, wenn er was haben möchte und so weiter, er kann lesen, schreiben, schmeißt ihn in die Schule. Und dann vielleicht auch wieder ganz strikt zur Trennung. Also innerhalb der Schule, nicht der Schule, der Klasse. So, aber
Das, liebe Freunde, bereden wir dann alles in der morgigen Sendung. Ich hoffe, das Thema, das interessiert euch wenigstens so ein bisschen. Also, ich habe mich da gedanklich ein bisschen dran aufgehangen. Aber bevor ich jetzt noch weiter labere und euch den Nachmittag stehle, bis morgen, Freunde. Adieu.